Freunde von der Ivy Wells diese Woche ein ganz spontanes Video. Ich habe ein Buch gelesen und das möchte ich unbedingt mit euch teilen. Ich denke, es wird, so wie die gute Nicole Hense das beschreibt, unsere Art sein, wirklich bereichern, denke ich. Das Buch ist, erzähle ich dir gleich, heißt How Doctors Think. Ja? Ich lese Bücher in meinem iPad, da kann ich auch mit meinem Apple Pencil dann auch markieren. Und ich brauche jetzt nicht so viel, da drin sind wirklich sehr viele Bücher und das nehme ich überall mit. Deswegen jetzt nochmal zum Buch. Ja? Das Buch ist von einem Onkologen geschrieben, Jerome Groopman. Ja? Am Anfang denkt man, okay, Onkologe, da will ich jetzt von denen nicht viel lesen. Jerome Groopman ist ein ganz anderer Onkologe. Ja? Er hat jetzt 30 Jahre Erfahrung, als er das Buch geschrieben hat. Und er ist selber Arzt. Er ist ein amerikanischer Arzt. Seine Frau ist Ärztin. Und er hat selber quasi Probleme, war selber Patient. Seine Kinder waren auch. Und er wollte irgendwann mal in seinem Leben verstehen, wie denken dann die Ärzte? Wie treffen sie die Entscheidungen? Und er hat so gesucht und hat wirklich kein Buch gefunden, der dir zeigt, wie die Ärzte überhaupt denken, wie treffen sie die Entscheidungen und so. Nicht jetzt Wissenschaft, sondern eher bezogen auf das tägliche Leben, wie das so abläuft. Und das Buch läuft so, es sind verschiedene Kapitel. Am Anfang erzählt er zum Beispiel von der Notaufnahme. Er erzählt, da ist ein Kapitel über Allgemeinmediziner, ein Kapitel über Chirurgie, über Radiologie, über Onkologie. Und in jedem Kapitel erzählt er so eine Geschichte, ja, wo irgendwas jetzt schiefgelaufen ist. Und dann am Ende erklärt er dir, auf welche Denkfehler beruht sich die Geschichte oder was haben die Ärzte falsch gemacht. Ja? Und du musst dir da vorstellen, was ihr dir da erzählt. Ja? Das ist einfach Denkfehler, das sind so Forschung von langen, langen Jahren über Denkfehler, nicht nur bei Ärzten, sondern im Allgemeinen bei Menschen. Eins, er zeigt dir Erfahrung, also Jerome Groopman hat 30 Jahre Erfahrung, er redet auch mit geilen Ärzten, aus Boston, aus UCLA, aus Harvard und so. Das sind wirklich Top-Ärzte in den USA, die enorm viele Erfahrung haben und sehr viele Fehler gemacht haben. Und die erzählen dir, wie man so wirklich aufpassen soll. Das Buch ist eigentlich gar nicht für Ärzte geschrieben. Es ist für Patienten, damit die Patienten, so wie Jerome Groopman das beschreibt, ihre Ärzte helfen, zur richtigen Diagnose, sodass die Ärzte quasi die Patienten helfen können. Allerdings ist es enorm hilfreich für Ärzte, weil in jedem Kapitel siehst du deine eigenen Fehler, Fehler von Kollegen, Fehler, die du noch nicht begangen hast, wirst du aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich begehen. Und lernst du erstmal überhaupt aufzupassen? Und zweitens, wie du dann durch Strategien von diesen geilen Ärzten, die das jetzt auch wirklich durch Jahre Erfahrung gelernt haben, wie du diese Fehler vermeiden könntest. Deswegen meine ich, dass jeder von uns, jeder Ärztenarzt soll mindestens einmal dieses Buch gelesen haben, ja, um nicht selber durch diese Erfahrung, durch diese Fehler selbst durchzugehen. Noch ein Teil, ein wichtiger Teil vom Buch ist, das Buch, wie gesagt, verschiedene Kapitel in verschiedenen jetzt Bereichen. Das zeigt dir auch, also für mich zum Beispiel, der Kapitel über Radiologie, wo in dem Kapitel erzählt wird von einem Experiment, wo viele Radiologen Bilder gezeigt haben und die waren sich nicht einig unter sich. Und dann zweitens waren sie dann im Nachhinein, wenn sie die gleichen Bilder angeschaut haben, die sie vorher gesehen haben, nicht mit sich einig. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, das hat mir viel gezeigt, das hat mir in meiner Arbeit geholfen, wie ich dann meine Kollegen, die Radiologen, helfen kann, damit sie mir helfen können und meine Patienten. Kapitel über Chirurgie, wenn du ein Chirurg bist. Also wenn du ein Chirurg bist und keine Zeit hast und du willst das Buch gar nicht lesen, was ich jetzt gar nicht empfehle. Ich empfehle, dass du das Buch, ich habe das Buch bis jetzt dreimal gelesen, weil es ist wahnsinnig wertvoll.
Aber wenn du jetzt ein Chirurg bist und gar keine Zeit hast und dann liest du nur das Kapitel über die Chirurgie, wo Jerome Grobman erzählt von seinem Problem mit seiner Hand, wo er zu 6 Handchirurgen gegangen ist und 4 verschiedene Meinungen gekriegt hat. Über jeder hat was anderes diagnostiziert und was anderes empfohlen. Und er redet da mit dem Präsident der, Society for Hand Surgeons in den USA. Die decken die Fehler und zeigen dir so wirklich, wie kannst du als Chirurg richtig denken und wie kannst du diese Fehler vermeiden. Dieser Kapitel so wie man schön auf Englisch sagt, blew my mind. Es ist richtig geil. Also ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Ich werde das Buch unten in der Beschreibung verlinken und zwar auf Deutsch und auf Englisch. Du kannst es auf Deutsch oder auf Englisch lesen, wie du möchtest. Aber auf jeden Fall, das ist eine Riesenbereicherung, die kommt zu unserem fachlichen Wissen. Ja? Wir werden viel fachlich unterrichtet in der Uni, aber so sehr wenig menschenbezogen. Es ist mehr so Körper- und Krankheitbezogen und im echten Leben ist es sehr viel menschlich und sehr viel menschlich. Wir sind Menschen und haben mit Menschen zu tun. Und dieses Buch hat mir enorm geholfen und ich denke, es wird dir auch enorm helfen. Mich auch interessiert, wenn du auch so ein Buch gelesen hast, was dein Arztsein quasi enorm bereichert, ja. Welches Buch war das und warum hat es so dich beeinflusst? Schreib es einfach in den Kommentaren, darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. Und demnächst gibt es auch ein Video zu den häufigsten Denkfehlern, die Ärzte begehen. Und das ist alles aus dem Buch von Jerome Grobman, How Doctors Think. Danke, dass du da warst, vielen Dank und viel Spaß beim Lernen, viel Spaß bei der Arbeit und tschüss.